Wo war ich? Genau. Ich sage, wenn ich versuche, wie ein Anfänger zu klingen, dann klingt das irgendwie nicht so wie ein Anfänger. World of Warcraft ist im Prinzip wie diese ganzen rundenbasierten RPGs relativ schwierig zu kommentieren, weil man tatsächlich die Gabe haben muss, diese gottgegebene Gabe, sich irgendeinen Quatsch aus der Nase zu ziehen. Aber wenn man die ganze Zeit versucht, über das Spiel zu reden, dann ist man irgendwann so nach 3 Minuten out of Thames. Also wirklich. Um auf was anderes zu sprechen zu kommen. Ich habe jetzt gerade heute am 3.4.2013 Amnesia durchgespielt. Werde demnächst mit der Aufnahme, mit dem Hochladen beginnen. Ich persönlich war immer ein Feind davon, wenn Let's Player in ihren Let's Plays von anderen Let's Plays ihre eigenen Let's Plays erzählen. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass meine Abonnenten das toughig finden. Also, dann mache ich es auch. Warum nicht? Wenn ihr es gut findet, finde ich es auch gut. Eieiei, so eine Scheiße. Ich werde dich ausrauben, weil ich es kann. Danke für 3 Kupfer, Mann. Au, au, ey, au, 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 au. Ich hab mich als erstes angegriffen. Das war der böse Mensch da, der Paladin. Ach, da ist ja noch einer. Nimm das. Ich werde nie wieder ein Videospiel fürchten, jetzt wo Amnesia auf meinem Durchgespielt-Konto steht. Das hätte ich vielleicht mal am Ende des Amnesia-Displays sagen sollen. Irgendwie kam mir die Idee da gar nicht. Ich muss Amnesia leider nochmal durch. Nein, natürlich nicht. Ja, ganz toll. Ich wollte diesen Bogen auch unbedingt haben. Noch einem Kampf oder innerhalb des Kampfes kann das nicht gemacht werden. Weil das zu unfair wäre, jetzt jemanden aus der Gruppe zu werfen. Stimmt, es ist auch nicht unfair für uns, wenn der 10 Minuten lang irgendwie damit noch in der Gruppe rumhängt, Erfahrungspunkte kriegt, obwohl er gar nichts macht. Ausschlussverfahren. 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 Oh mein Gott, könnte niemand eine Sekunde warten und Ausschlussverfahren machen. Wann dürfen wir mit Länder von dir rechnen, LTF? Niemals! Ich werde das Länder nicht noch einmal spielen. Dieses billige Gammelspiel werde ich nicht spielen. Und Slender's Arrival, den zweiten Teil, den richtig aufgesetzten Teil, werde ich gar nicht let's playen, wie ich es in einem meiner Blogs gesagt habe. Weil dieses Spiel würde mein Gehirn zu Matsch werden lassen. Noch mehr, als es überhaupt schon Matsch ist. Danke, Tidal Tempest, genau das wollte ich auch gerade sagen. Und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich muss gleich was trinken aus der Küche holen. Ich muss mein Trinken aus der Küche holen. Das ist so ironisch, weil hier überall Wasser ist. Auswahl. Oh man, nun kickt doch die Tante endlich. Könnte man nicht mal 2 Sekunden warten? Bist du überhaupt der Tank? Nö. Hallo, ich bin nicht der Tank. Ich hab den auch nicht gepult. Ich wollte nur mal präsentieren den beiden Tanks, weil Tank und Heiler sind zusammen unterwegs, bevor sie mich kicken, dass das der andere ist, der das dann nicht macht. Na. Gehört die eigentlich zu euch? Das glaube ich eigentlich nicht. Ist eigentlich irgendwer... Ach! Levri und Revri sind von meinem Server. Ist ja interessant. Findest du mal schön, wenn man durch den Dungeon-Browser mit Leuten zusammengesetzt wird, eben vom selben Server. Man denkt, hey, mein Server, der lebt ja sogar. Nimm dies und das. Ach so, ich habe noch ein bisschen Finishing-Move für dich. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich viel bringt, wenn ich einen Finishing-Move auf die gesamte Gruppe baller durch Klingenwirbel. Ich glaube das irgendwie nicht. So, könnten wir jetzt bitte mal versuchen, den aus der Gruppe zu entfernen. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier nur zu 4 durchrennen, kommen wir eigentlich ziemlich gut voran. Und das obwohl Tank und Heiler Stufe 23 sind, während ich schon 24 bin. Dass ich am Anfang dieser Instanz auch noch 23 war, spielt überhaupt keine Rolle. Aber hey, wenn wir jetzt überlegen, ich werde durch das Abgeben der Quest mindestens 8000 Erfahrungspunkte bekommen. Da sind wir bei 15.000. Ich kriege 200 pro Gegner. Das ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier am Ende der Instanz auf Stufe 25 steige, ist gigantisch. Also nicht nur groß, sondern wirklich sehr, sehr groß. Freunde auf dem Hof. Achso, werde der beste Freund von allen Personen auf dem Halbhügel gemacht. Wow, krasser Erfolg. Wow, krasser Erfolg. Zumindest war es das, als ich mit Pandaria noch gespielt hatte. Vielleicht ist es inzwischen auch gar kein großer Erfolg mehr. Ja, so ein Standardding. Ach, wenn man das jeden Tag macht, dann läuft es automatisch. Blitzschlag? Ist der Heiler gerade abgebogen? Heiler. Okay, Heiler. Hier geht's sonst ganz gut, oder? Irgendwie war das, glaube ich, hier so nicht geplant. Wenn wir jetzt sterben, vielleicht nehmen sie dann die Gelegenheit, um die ganzen Stunden diesen dämlichen... Was ist das überhaupt, Moment? Möchte zu kicken. Das wäre mal ganz traffic. Und ich habe es so mit traffic, weil traffic ist ein traffiges Wort. Traffic? Daumen hoch, wenn es traffic ist. Daumen runter, wenn es nicht traffic ist. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich weiß auch gar nicht, warum der Heiler da links abgebogen ist. Würde mich mal interessieren, mit was er das begründen würde. Aber es hat so schön geglänzt dort in der Ecke. Ist das eine Kiste oder was?
Kraut. Deswegen bringst du uns alle in Gefahr. Hauptsache, du hast dein Kraut. Und die paar Erfahrungspunkte, die die Gegner da geben, können ich auch komplett kacker machen. Vier, wie viel geben die denn eigentlich so im Durchschnitt? 2500, das heißt 10.000. Am Ende noch, das heißt, wir sind bei 18. Ja, ich steige definitiv auf 25. Das heißt, wir müssen dann eigentlich theoretisch auch in die nächste Instanz kommen können. Was wäre denn... Das Verlies würde dann, glaube ich, ankommen, weil Verlies hatte ich noch nicht. Das könnte ich eigentlich auch noch hinten dranhängen. Irgendwie will ich, glaube ich, das ganze Let's Play über nur Instanzen gehen, zumindest in der alten Welt. Weil rumgelaufen bin ich bisher gar nicht, oder? Ich bin rausgekommen, bin... Oh, ich habe graue Handschuhe. Ich glaube, ich nehme die mal mit auf Bedarf. Dürftet die bitte haben? Ich könnte sie gebrauchen. Ey, wenn der Mönch jetzt zurückkommt, mir das wegwirft, nachdem er gar nichts gemacht hat, ey. Dann bin ich böse, weil mehr kann ich auch nicht tun, dann. Blödes World of Warcraft. Ich erinnere mich auch wieder, wie viel mir weggewürfelt wurde. Jetzt weiß ich so allmählich wieder, warum ich überhaupt aufgehört habe, WoW zu spielen. Also, auch privat, meine ich. 1300! Bäm! Das ist doch mal geil. Machen wir dadurch mehr Schaden? Na komm, das Angriffstempo. Ne, nur das Angriffstempo. Wollen wir jetzt 1300 gekrittet haben, weiß ich nicht so genau. Und wir kriegen eine Riff-Axt. Die ist cool, auch wenn sie grün ist. Na. Ach, der hat schon jemanden gepult. Gut, wenn ich ihn nicht pulle, dann kann ich ihn auch angreifen. Oh nein, ich habe Aggro. Helf mir! Helf mir! Oh mein Gott, er wird mich so fertig machen. Kick! Oh yeah. Ah, ich weiß das. Sehr schön. Zack. Boah, ist ein Unterschied. Und äußere dich. Wa. Wa. Naja gut, es hätte ein schlimmerer sein können. Sie hätten pink sein können. Klatsch. Geht nicht. Ich wollte nur mal gucken, wo dieser Typ ist. Ja, pull einfach mal vier Gegner zusammen. Du hättest ja auch ultra stark, oder? Oder glaubst du einfach, dass ich stark genug bin, um das mit allen gleichzeitig aufzunehmen? Das ist ja süß, dass du das sagst. Dankeschön, mein Schnuffelchen. Darf man in meine Gilde? Ah, ist es nicht meine Gilde, sondern sie gehört durchgehend am PC, Teil des Tempels und mir, also in eure Gilde, wenn überhaupt. Und zweitens, ja, wir machen zwar aktuell nicht viel, aber wir kommen wieder. Du, dick schalige Muschel. Was damit das... Ich hätte gerne ein Addon, dass mir das automatisch an- und ausschaltet, sobald ich... Sobald ich mehr als einen Gegner irgendwie um mich herum stehen habe, dann geht Klingenwirbel an. Wenn ich nur noch ein Ziel habe oder gegen einen Boss kämpfe... Dann würde das wieder direkt auf einschalten. Ja, durchgehend am PC gehört diese Gilde mit. Er ist ja mit Gildenmeister. Er ist doch noch in der Gilde. Gildenstatus. Scroll. Ja, da ist Dub. Dub ist noch in der Gilde. Sehr schön. Ich dachte, wer geliebt oder so. Da, ich bin vor den Arsch schon aufgerissen, weil wir das denn wenigstens hätte sagen sollten. Immerhin sehen wir uns fast jeden Tag auf der Arbeit, aber ey! Eieiei. Ich spüre noch richtig das Amnesia nachwirken, ey. Matschiger Kopf, ich habe. So, was brauchen wir eigentlich auch noch? Zwielichtanhänger, die kommen später. Und den Kopf von Chaos. Können wir vielleicht mal nicht alles mitnehmen? Da sind zwei. Haha, verarscht. Ich habe euch voll in die Falle gelockt. In Wirklichkeit arbeite ich für die Gegner. Und weil ich euch jetzt in die Falle gelockt habe, helfe ich sie umzubringen. Warum tue ich das? Weil ich es kann und so. Und weil Logik viel zu Mainstream ist. Hey, cool, der 1650 Gehalt. Hat der Crit hier. Auf der Stufe, glaube ich zumindest. Es war Hand auflegen. Ich habe mehr bekommen, als ich AP habe. Der AP sagt ihm, jo, wie viel HP er hatte. Bitte, was sagt ihr, wo wer, bitte schön? Später gibt man der Schurke noch die Fähigkeit, Kombo-Punkte auf ein anderes Ziel zu transferieren. Das finde ich persönlich sehr, sehr nett. Aber leider erst wirklich viel, viel, viel später. Oh Leute, wartet doch mal. Wartet doch mal. Damit wir Shanti kicken können. Oh, was ist denn eine Rockelparty? Was ist denn jetzt kaputt? Warum ist das eine, warum nennt ihr das eine Rockelparty? Ist es weder eine Party noch ist es was Schönes? Das ist aber scheiße. Ich müsste es eigentlich Rockelmüllhalde nennen oder
Ruckelbehindertenparkplatz. Also irgendwas, was gestört ist. Also nicht negativ gestört von Mensch, das sind keine Menschen, aber eben doof. Na komm, ich mache... das war keine gute Idee. Irgendwie habe ich gedacht, ich könnte es mit euch beiden aufnehmen, aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Und so viel, dass wir warten können. Ich war eine Sekunde abgelenkt, entschuldigt doch mal. Auch ich darf mal einen Fehler machen. Schwärze sagte, tötet sie alle. Tötet sie. Ja, dachte ich auch eben. Kurz AFK. Trinken holen. Schnitt.